Hallihallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge American Truck Simulator in der 1.37 Beta. Heute sind wir mit dem Mac Anthem unterwegs. Und ich hoffe, es wird keine Probleme geben, weil er eigentlich für die 1.36 ist. Immer ein bisschen vorsichtig sein. Wir gehen aber rein in den LKW, ich bin heute ganz alleine, aber ich habe euch am Start. Und das ist gut so. So, gut, alles klar. Dann werden wir mal mit dem LKW mal eine Runde drehen. Und ich muss ja eins sagen, der American Truck Simulator kommt mal wieder ganz gut an bei euch. Also im Vergleich zu den damaligen Videos. Es ist aber auch ein geiles Game. Also für alle, die den Euro Truck Simulator noch nicht haben. Doch, wenn ihr diesen Euro Truck Simulator habt. Und noch nicht den American Truck Simulator, dann mal in den Kommentaren reinschreiben, warum. Einfach mal ganz ehrlich. Aber eins kann ich da nicht verstehen, wenn sowas kommt wie, das sieht irgendwie scheiße aus. Ja, in manchen Bereichen sieht der ATS einfach besser aus wie der Euro Truck Simulator. Da muss man einfach mal so zugeben, weil das Spiel neuer ist und man den Fokus schon viel früher auf Abwechslung gesetzt hat. Man muss natürlich mit dem amerikanischen Setting klarkommen, aber wer GTA spielt, der ist da auch im amerikanischen Setting. Ich kann eins verstehen, wenn sie jetzt sehen, wenn der American Truck Simulator in England spielen würde. Also würde es im Euro Truck Simulator kein England geben und man hätte jetzt extra Truck Simulator gemacht, der nur in England spielen würde. Das wäre dann nicht so mein Ding. Ja? Dann lieber durch Amerika oder durch Australien. Wir werden auf jeden Fall die Woche nochmal einen Road Train sehen. Das werde ich auf jeden Fall noch machen. Mit diesem Truck. Ja, mit diesem Gefährt. Ja. Und wenn euch das gefällt, dass der Maximus immer wieder mal ein paar ATS-Videos wieder bringt. Also zwei sind auf jeden Fall jetzt geplant in der Woche. Dann könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen oder ein Abo. Na, wehe, du rammst mir irgendwie in die Karre. Naja, hat er gut gemacht. Guter Junge. So. Wollte ich nur mal anmerken. Dann können wir mal fahren. Schön gemütlich durch Amerika. Die Freiheit. Die ja jetzt überall eingeschränkt ist. Ja. So, wartet mal. Wir müssen, hier dürfen wir nicht rein. Das ist hier, ja. Ich muss auch sagen, also heute ist der 21. der Samstag. Ich habe gestern am Freitag alle Videos für den Euro Truck Simulator gemacht. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich frei hatte. Mein Resturlaub ist jetzt weg. Und ja, jetzt habe ich zwar noch genug Urlaub für das Jahr, aber trotzdem, wie bin ich denn jetzt gefahren? Komisch. Und naja, wie gesagt, da habe ich jetzt die ganze Folgen Euro Truck Simulator abgedreht. Ah, ich muss zur Liegestation. Na, das machen wir doch mal. Wenn jetzt nämlich ein Schaden ist, sollten wir irgendwie eine Strafe zahlen müssen. Naja, gut. Ach, guckt euch mal das auch an, ja, die Parkplätze. Das ist immer wieder schön unterschiedlich. So, dann rauf mit den Karudel. Wir sind in Washington, ne? Nur mal so für diejenigen, die es interessiert. So, dann mal hier rauf. Und 32 Tonnen. Jo. Ach, der LKW gefällt mir. Und ja, ich weiß, wo ich das eine Video gebracht habe, dass SCS bei Mercedes in Amerika war, dass es eventuell Freiliner als neuer LKW, aber auch Western Star gehört ja auch zu diesem Konsortium. Ne? Da habt ihr natürlich recht. Hatte ich nicht so auf dem Schirm. Western Star auch eine. Ja, ich denke mal, spielt nicht mehr ganz so großen Fokus in Amerika. Ich weiß gar nicht, die älteren LKWs sagen mir noch was, aber so ein neuerer Western Star, weiß ich gar nicht.
Ich weiß auch gar nicht, ihr könnt ja mal googeln und mal so eine Auflistung machen, welche ja, Marken doch Amerika am meisten LKWs verkaufen. Ist es vielleicht, ich meine jetzt nicht so wie eine Packard Group, ja, dass man sagen kann, aha, unter dem Konzern. Ich meine jetzt wirklich so wie in Deutschland jetzt Mercedes, Trucks oder MAN oder Scania. Ja, MAN und Scania gehören ja auch dazu. Aber halt richtig die Marken, dass sagen wir mal Kenworth Platz 1 ist und dann kommt Volvo und dann ja, Mack oder wie auch immer. Wenn ihr da was findet, würde ich das auf jeden Fall mal, würde mich mal freuen, da was zu erfahren. Ne? Genau. Ja, und wenn das weiter so geht, dann könnte man durchaus 3 Folgen wieder machen. American Truck Simulator. Schauen wir mal. Momentan bin ich auch noch dabei, ein bisschen Mudrunner zu machen. Bis dann das Spiel in einem guten Monat denn erscheint. Vielleicht habe ich ja schon ein paar Holzlieferungen gemacht. So 2 bis 3 Folgen. Vielleicht werden wir auch dann umändern. Das werde ich dann schauen, wie sich das Verhältnis gibt, dass ich dann einmal ja mehr Euro Truck Simulator, ja, American Truck Simulator mache und dafür einmal weniger Mudrunner. Ja, das müssen wir uns dann mal schauen. Gucken wir mal. Aber ich will immer, weil es nicht so viele Sorten von LKWs gibt. Na toll, na, das läuft ja wie im Länderspiel. Muss ich ja nur eine Umleitung fahren. Ein heiliges Kanonenrohr. Das freut mich ja überhaupt nicht. Na gut. Was wollte ich sagen? Nein. Ich werde das auch immer so gegen 10 Uhr machen. Für Leute, die jetzt in der Phase, wenn sie ausgeschlafen sind. Was kommt denn gerade Neues? Was ist denn Neues? Dann können wir eigentlich da gerne schon um 10 Uhr ein Video bringen und dann um 15 Uhr das nächste. Dann habe ich immer noch ein bisschen Luft nach oben, falls ich dann abends noch irgendwie was anderes zeigen möchte. Ein anderes Game, anderes Video. Warte mal, jetzt müssen wir mal schauen, wie weit ist denn das jetzt hier? Naja, nicht so können wir es jetzt nicht machen. Wir fahren ja komplett nochmal. Wenn ich jetzt so das mache, ja, dann fahre ich ja komplett diese Bahn nochmal rum. Da komme ich ja wieder daraus. Wir machen es anders. Wir setzen uns einfach mal hier hin und fahren dann noch ein bisschen was ab. Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen kreativ sein. Wir müssen jetzt ein bisschen kreativ sein. Und zwar machen wir das so. Genau. Wir machen es mal so. Dann haben wir wenigstens mal ein paar Streckenabschnitte schon mal ein bisschen so abgefahren. Mal sehen, was er sagt, wenn ich hier mich hier drauf setze. Oh, Feststellbremse so lösen. Ja. Dann habe ich den ATS wenigstens auch noch ein paar Kilometer. Haben wir wenigstens noch ein bisschen Plus gemacht. Aber jetzt nochmal die Runde zu fahren, um dann wieder da zu stehen und. Und dann haben sie es noch nicht geschafft, die Straße zu räumen. Ist jetzt nicht ist nicht produktiv. Naja, da haben wir heute eine bisschen längere Tour. Aber ihr könnt gerne schon mal reinschreiben. Was haltet ihr davon? Dass wir vielleicht da so ein Switch machen zwischen 2 Folgen. Das Mudrunner und eine Folge American Truck Simulator mehr. Naja, mal gucken. Vielleicht mache ich so abhängig, wie ich gerade so drauf bin. Wenn ich jetzt gerade Lust habe, hier noch mehr zu zeigen vom ATS, dann nehme ich mir einfach mal die Freiheit. Machen wir es einfach mal so, ne? Ach, schön hier. Ah, mit den ganzen Bäumen, mit dem Buschwerk hier. Ah ja. Gefällt schon. So, warte mal, jetzt müssen wir mal hier. Hier ab. Und dann gucken wir mal gemütlich
die Straßen entlang. Ich glaube, um die 600 PS habe ich reingemacht. Nee, was ich nochmal sagen wollte, ich habe ja jetzt, wie gesagt, am Freitag die ganzen Folgen Eurotrack-Simulator oder fast alle Folgen abgedreht. Und da habe ich schon gemerkt, uiuiuiui, da ist ganz schön die Luft raus, wenn du dann 7 Videos machst. Und ja, jetzt sind nur zwei, drei hintereinander, das mag alles noch gehen. Aber wenn es dann mehr wird, uiuiui, dann ist es schon ein bisschen schwierig. So, warte mal. Wir bleiben auf der Fahrbahn, weil hier war irgendwo noch ein kleiner Abschnitt, der nicht abgefahren wurde. Ach, hier fahren sie mit schön mit dem Segelboot hier lang. Herrlich. Schön. Ich mag hier oben den Bundesstaat. Da können wir doch mal rüberfahren. Ah, der muss aber ordentlich ziehen. Was haben wir denn eigentlich an Gewicht? 15 Tonnen haben wir hier drauf. Das ist nicht viel. Oh, warte mal, wir müssen hier doch rüber. Hätte ich hier abfahren müssen. Nee, wollen wir ja nicht. Ich glaube, jetzt sind wir an der Stelle, wo der Unfall war. Ach, guck an, da fährt die Bahn da oben. Juhu. Ich glaube, hier war das. Da oben, LKW. Ah, es sieht einfach nur schön aus. Ich muss aber mal gucken, dass ich hier wieder ein bisschen mehr KI reinbringe, dass ja ein bisschen Action ist. Ein bisschen Hochstufen. Aber solange, wie ich noch in der 1.37 in der Beta-Version bin, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Da will ich nicht zu viel versuchen, zu viel umbauen. Ich habe jetzt hier ein Truck Traffic Pack noch drin von Jazzy Cat, eigentlich auch für die 1.36. Aber ich ein Car Traffic Pack, glaube, läuft. Bringt ein bisschen Abwechslung hier rein. Ah, schon ein cooles Gefährt, der LKW. Hey, wir können ein bisschen schneller fahren. 137 Meilen noch. Wir starten jetzt auf 60 Meilen. Ich will noch eine Mautstation abfangen. Auch mal die Berge da hinten. Eieieiei. Sehr beeindruckend. Oh. Ja, schon ein Bundesstaat für mich. Gibt es bestimmt auch Bären. Wenn ich denn im Wald gehe, so schön süß. Bären. Ja, aber ich weiß, der war schlecht. Ich weiß. Oh, in Amerika, da werden auch viele ganz schön Probleme kriegen. Wenn die sich da alle jetzt ihre Waffen kaufen, weil sie Angst haben, da gibt es eine Revolte. Eieieiei. Nicht gut. Ah, gucke an, wie das hier aussieht mit der Sumpflandschaft. Ach, herrlich. Also dieses Feeling kommt schon gut rüber. Das ist so eine Landschaft. Ich mag diese Wüsten nicht so. Also wir haben ja beim Eurotruck Simulator hier schon mal ein paar Bilder gesehen von der Iberischen Halbinsel. Und die Wüstenregion, die spricht mich nicht an. Also das ist hier eher so mein... So, da müssen wir zwar nicht rein, aber wir fahren trotzdem das ab, weil wir hier noch nicht waren. Wir poltern einfach mal mit voller Karache hier lang. Ach, da hinten ist immer noch ein kleines Stück gewesen. Naja. 15 Meilen hätten wir nur noch fahren dürfen. Ah ja. Hier ist noch ein Parkplatz. Komm, den nehmen wir jetzt auch noch gleich mit.
Ah ja, Polizei. Ja, man muss ja, glaube ich, so und so viele Parkplätze irgendwie abfahren, ne? Alles so enge hier. Oh, doch ein Unfall. Das ist aber nicht gut. Ach, mit den Auflieger hängen geblieben oder was? Na, nicht gut. Das ist die Polizei. Nee, 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 nein, ich werde bei dem LKW nicht probieren, die Scheiben da unten zu machen, dass das Spiel hier vielleicht abstürzt. Nein, das probiere ich nicht. So. Okay, die letzten Meilen sind angebrochen. 83 Meilen nur. Wir liegen trotz dieser Umleitung noch gut in der Zeit. Noch so ein großes Werk. Ah ja. So, dann erstmal ab hier. Ellensburg. Ah ja. Okay. Schön, schön. Wir haben es wieder richtig drauf heute. Wollte ich mich mal ein bisschen gemütlich hinsetzen. Einfach mal dieses Feeling genießen. Ein Auflieger. Scheint aber Mod zu sein. Ey, ist grün, ist grün, ist grün, ist grün. Wir können, wir können, wir können. Ja, aber richtig knappe Geschichte. Ja, schöne große Tankstelle. Oh, wir dürfen sogar 45 Meilen hier fahren innerorts. Na, dann geben wir mal ein bisschen Gas hier. So, jetzt kommen wir natürlich in so einer gewissen trostlosen Gegend. Aber da kann man nicht so schnell fahren. Mit den Kurven hier. Ah, ich probiere mal trotzdem auf 60 Meilen. Wenn nicht, dann müssen wir weiter runtergehen. Obwohl, das hier noch geht, ne? Was macht man eigentlich hier in der Gegend, ne? Also als hobbymäßig jagen oder so? Oh ja, ich muss mal weiter runtergehen. 50 Meilen ist, denke ich mal, vollkommen ausreichend. Da wollen wir mal nicht übertreiben. Ja, mal gucken, wie der Alaska Truck Simulator wird, ne? Da hat man jetzt nicht nur die Möglichkeiten, sein LKW von A nach B zu bringen, sondern man muss dann auch noch ein paar andere Sachen machen. Ich denke mal aber, das werde ich dann mit Lenkrad fahren, weil du musst so viele Sachen noch mit Tastatur und dann ist das, denke ich mal, bisschen blöd, vielleicht werde ich das mit Controller irgendwie. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Wie die eine oder andere Steuerung gut ist. Es soll ja dann noch 2021 noch ein cooles Spiel kommen. Habe ich jetzt ein Video gesehen, das nennt ihr irgendwie Motorcycle Simulator. Also, du, es ist so wie, bist in so einer Gang, Motorradgang. Und musst dann halt deine Geschäfte da machen, was so die Motorradgangs so machen. Fährst und musst dein Motorrad wieder ganz bauen, also ein Playway-Spiel. Aber es sah schon irgendwie sehr interessant aus, muss ich sagen. Ja. Hab ich schon eine Info bekommen. Hab gesagt, ja, interessiert mich, aber wie gesagt, Release 2021. Finde ich auch ganz gut. Es sollen ja dieses Jahr so viele Simulationsspiele kommen. Das ist ja. Da fliegt denn ja das Blech weg. Da muss der Blöde im Kuppe. So.
Er muss natürlich jetzt auch da langfahren, wo ich langfahre. Das ist nicht gut. Dann kommt der Affenhals gar nicht aus dem Knick hier. Oh, Johnny Walker, jetzt. Jetzt machen wir richtig Texas Ranger hier, jetzt. Rase mal. Ein bisschen gucken hier wegen Autos. Ich glaube nicht, dass wir den noch irgendwie schaffen zu überholen, ne? Ah, weiter vorne müssen wir wieder ab. Ja, ich gebe jetzt alles. Naja. Was an Louis. Haben wir aber wirklich alles gegeben, wa? Warte mal, was ist denn das jetzt? Oh, ich fahre ein bisschen schnell. Meine Güte, wir dürfen nur gerade mal 45 hier fahren. Das ist gar keine richtige Autobahn hier, ne? Warte mal, was ist denn, was ist denn das für ein Fluss hier? Oh, weiter Knopf. Da haben wir natürlich wieder nichts gesehen. Na toll. Das war jetzt aber mehr als nur eng. Oh, wir müssen hier irgendwie versuchen, den Bus hier zu überholen. Ah, nee. Bleib lieber auf der Fahrbahn, wenn die anderen da rum wollen und dann stehen bleiben müssen. Ah, wieder so ein Hyundai. Der sieht auch nicht schlecht aus. Das war eine Karre. Typischen amerikanischen Fahrzeuge. Ja, für die alten Fahrzeuge gibt es leider noch nichts. Jeden Mod. Es sind ja noch ein paar alte Fahrzeuge hier ins Spiel implementiert. Aber wir müssen jetzt wirklich mal gucken, ob wir hier rumfahren können. Ah. Aber hier, das sieht doch irgendwie schön aus, ne? Den Läden, mit den Bäumen. So. Toll, ja, das meinte ich, ne? Jetzt stehen sie hier, wollen rumfahren und da vorne kommen noch ein paar Fahrzeuge. Ich höre hier irgendwo immer so ein Klappern. Na gut. Ah, die Gesichter sehen noch manchmal aus, ne? Und war hier mit den Häuschen da hinten? Also, ich muss ja wirklich sagen, das ist jetzt Maßarbeit. Oder hat sich dem noch berührt? Irgendwie ist das cool. Ganz langsam. Was ist da los? Ist da irgendeiner reingefahren? Hat einen Unfall gebaut oder was? Ach, da vorne, die Schranken. Oh, warte mal, wir sind vorbeigefahren. So. Juhu. Wir haben es geschafft. Ach komm, schon ganz schön lang das Video.
Jo, das war mal wieder eine Tour mit dem Mac Anthem. Ja, sehr, sehr coole Sache. Hat mir jetzt richtig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wenn ja, dann schreibt das, liked das und ihr wisst schon. Ich mache einen Fisch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.